Hello everyone, this is your German teacher Erhan Özdemir from Istanbul, Turkey. In this video, we are going to have Ein Eine Kein Keine. So what is Ein Eine Kein Keine? We have this already in English, which stands for E, N or not. In German, we have articles, you know, we had this before in the articles video. For those who didn't watch the video, I underlined this. They should watch the video so that they can have an idea about this. So if you don't know the articles to that, you can't do this. You can't manage to do Ein, Eine, Keine, Keine. As we had this before, we had the blue color, which stands for der. Das stands for, the green color stands for das. The red color stands for die. And the plural form, which is die, stands for the color yellow, okay? So we had these before, but as we have der Bleistift, we had this in the articles video, which is pencil, right? Der Bleistift stands for the pencil. Das Buch stands for book. Die Lampe stands for lamp. Die Bücher stands for the plural form of books, okay? So books stands for die Bücher, die Lampe, lamp, das Buch, book, der Bleistift, pencil. So when I ask, what is this? I would answer this like, this is a pencil, right? So the German translation for what is this is, was ist das? So, was ist das is what is this? When I say this is a pencil, then der, instead of der, I will put ein. So, I will say das ist ein Bleistift. This is a pencil. Okay? So, when I mention this is a pencil, I will say das ist ein Bleistift. So, if I would mention this is the pencil I told you before, that is the specific pencil, then I would put the article to that. Then that would be das ist der Bleistift. But if I mention this is a pencil, then I would say das ist ein Bleistift. So what do I do when I say book? This is a book. Book is das Buch, right? So when I say this is a book, I will say das ist ein Buch. Das ist ein Buch. This is a book. If I would mention a specific book, a novel or something, a book, then I would put instead ein, the article das. Then I would say das ist das Buch, a specific book. Das ist ein Buch. But here, in this case, I mention a book. So this would be then, das ist ein Buch. This is a book. Here, watch out, die Lampe. Die Lampe stands for lamp, right? So be careful here. If I say this is a lamp, I will say das ist eine Lampe. As you have noticed, here we have for der ein, das ein, but here for die stands for eine Lampe. So I cannot say ein, I must say eine. Why? Because of the article die. So die Lampe stands for eine Lampe. Das ist eine Lampe. This is a lamp. But when I mention a specific lamp, I will say instead of eine, die. So this would be then, das ist die Lampe. So das ist die Lampe, this is the lamp. But if I mention this is a lamp, I will say das ist eine Lampe. So what do we do in the plural form? The plural form of das Buch, we had this before in the article video, stands for die Bücher, the plural form, which is colored with yellow, okay? Die Bücher. So I don't say das ist anymore because this is a plural form. I'll say das sind.
So I don't say this is a books, right? I don't say anything at all. So I say das sind Bücher. Das sind Bücher. But if I mention a specific kind of books, then I had to put the article here, okay? So then that would be das sind die Bücher, specific books, okay? But if I mention these are books, I will say das sind Bücher, okay? I want you to repeat after me, please. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Bleistift. Das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Was ist das? Das ist eine Lampe. Das ist eine Lampe. Was ist das? Das sind Bücher. Das sind Bücher. So, what do I do if I mention a negative sentence? So easy. I will say instead, das ist ein Bleistift, for this is a pencil. I will say, this is not a pencil by writing here. Kein. So, this stands for, this is not a pencil, which is, das ist kein Bleistift. So, das ist kein Bleistift. This isn't a pencil. Okay? And here, das ist ein Buch. This is a book. This isn't a book. I will put ka, and this will be done. This is not a book, which is das ist kein Buch. This isn't a book. Das ist kein Buch. Here we have das ist eine Lampe, which stands for this is a lamp. So if I mention the negative form of this sentence, I'll write ka. So this isn't a lamp will be done. Das ist keine Lampe. This isn't a lamp. Das ist keine Lampe. So what do we do here? Das sind Bücher, but there is no ein eine. Here we had die. So die Bücher is just like the article die here in the red colored keine. So this will also be keine. So these aren't books will be done. Das sind keine Bücher. So these aren't books will be done. Das sind keine Bücher. I didn't mention this before, but here is the right time and the right place to say. So what are these? Instead of saying was ist das, I will say was sind das? What are these will be done? Was sind das? Was sind das? So if I say these aren't books, das sind keine Bücher. These aren't books. So I want you to repeat after me, please. Was ist das? Das ist kein Bleistift. Das ist kein Bleistift. Was ist das? Das ist kein Buch. Das ist kein Buch. Was ist das? Das ist keine Lampe. Das ist keine Lampe. Was sind das? Was sind das? Das sind keine Bücher. Das sind keine Bücher. Let's continue with next example. Here we have der Radiergummi. Der Radiergummi. Those who watch the video of the articles will know this. This stands for eraser or rubber, right? So der Radiergummi is eraser or rubber, as I said. So when I say, what is this? Was ist das? So this is an eraser. I will say, das ist ein Radiergummi. This is an eraser. I will say, das ist ein Radiergummi. Okay? So if I mention a specific eraser, I need to put the article der. So this would be then
das ist der Radiergummi. This is the eraser. But here we say, das ist ein Radiergummi, and this stands for, this is an eraser. Okay? So, here in the next example, we have das Papier. Das Papier, similar with English, which is paper, right? So, paper is das Papier. So, when I say this is a paper, I will say das ist ein Papier. This is a paper. Das ist ein Papier. If it's a certain kind of paper, then I need to put the article das, which would be then das ist das Papier. This is the paper. But if I say this is a paper, I will say das ist ein Papier. Here we have die Tafel. Die Tafel stands for blackboard or board, okay? So, die Tafel, what do I do? Because of the article die, this will turn out to eine. So, das ist eine Tafel. This is a board or blackboard, okay? Das ist eine Tafel. If it's a specific board or blackboard, I will need to put the article die. This is the blackboard, which would be then das ist die Tafel. Das ist die Tafel. But here we say this is a board. This will be then das ist eine Tafel. Here we have die Hefte. Die Hefte, the singular form of this is das Heft. Das Heft, which stands for notebook. If this is the plural form, this turns out to die Hefte. So, instead of ist, I will need to put sind, okay? And there is no ein, eine anymore. I'll say then, das sind Hefte. Das sind Hefte. These are notebooks. But if it's a specific kind of notebooks, okay, I will mention then the article die, and this will turn out to das sind die Hefte, specific notebooks. But if I mention these are notebooks but not books, then I will say das sind Hefte. Okay, so the question form for the plural form will be was sind das? Das sind Hefte. Okay, I want you to repeat after me, please. Was ist das? Das ist ein Radiergummi. Das ist ein Radiergummi. Was ist das? Das ist ein Papier. Das ist ein Papier. Was ist das? Das ist eine Tafel. Das ist eine Tafel. Was sind das? Was sind das? Das sind Hefte. Das sind Hefte. So, what do I do to make these sentences in the negative form so easy? Was ist das? What is this? Das ist ein Radiergummi. This is an eraser or rubber, okay? This is not an eraser or not a rubber. I will put ka. So, this stands for this isn't an eraser, which is das ist kein Radiergummi. Das ist kein Radiergummi. This isn't an eraser. Okay? Here we have das ist ein Papier. The negative form will be what? Kein. So I'll say das ist kein Papier. Das ist kein Papier, which stands for this is not a paper. Here we have das ist eine Tafel, which stands for this is a board or blackboard. Das ist eine Tafel. The negative form will be what? Keine. So, I'll say, das ist keine Tafel. Das ist keine Tafel. So, the plural form, which is also the article die, will be also in the negative form, keine. So, I'll say, these aren't notebooks, which is, das sind keine Hefte. These aren't notebooks. Das sind keine Hefte. I want you to repeat after me, please.
Das ist kein Radiergummi. Das ist kein Radiergummi. Das ist kein Papier. Das ist kein Papier. Das ist keine Tafel. Das ist keine Tafel. Das sind keine Hefte. Das sind keine Hefte. In the following examples, we will be having the questions, the positive and the negative responses of this, which is this a? Yes, this is. No, this isn't, right? Let's get started. Ist das ein Bleistift? Which stands for, is this a pencil? Is this a pencil? Ist das ein Bleistift? If the response is, yes, this is a pencil, I will say, ja, das ist ein Bleistift. Ja, das ist ein Bleistift. If the response is, no, this isn't a pencil, I will then say, nein, das ist kein Bleistift. Nein, das ist kein Bleistift. Let's say, this is a pen. Pen is der Füller. We had this before in the video where we had the articles, right? I will then say, das ist ein Füller. Das ist ein Füller, which stands for, this is a pen. In the next example, we have, is this a book? So, I will for this say, ist das ein Buch? Ist das ein Buch? Is this a book? If the response is, yes, this is a book, I will then say, ja, das ist ein Buch. Ja, das ist ein Buch. If the response is, no, this isn't a book, then I will say, nein, das ist kein Buch. Nein, das ist kein Buch. This is a, let's say, a notebook. Then I will say, das ist ein Heft. Das ist ein Heft. I want you to repeat after me, please. Ist das ein Bleistift? Ist das ein Bleistift? Ja, das ist ein Bleistift. Ja, das ist ein Bleistift. Nein, das ist kein Bleistift. Nein, das ist kein Bleistift. Das ist ein Füller. Das ist ein Füller. Ist das ein Buch? Ist das ein Buch? Ja, das ist ein Buch. Ja, das ist ein Buch. Nein, das ist kein Buch. Nein, das ist kein Buch. Das ist ein Heft. Das ist ein Heft. Let's continue with the following examples. Ist das eine Lampe? Which stands for, is this a lamp? Ist das eine Lampe? If the response is positive and I say, yes, this is a lamp, I will then say, ja, das ist eine Lampe. Why? Because the article is die, therefore it is eine Lampe. So I'll say, ja, das ist eine Lampe. If the response is, no, this isn't a lamp, I will then say, nein, das ist keine Lampe. Instead of eine, comes the negative form, keine. And then I'll say, nein, das ist keine Lampe. No, this isn't a lamp. This is a watch. Then I'll say, das ist eine Uhr. Okay? Das ist eine Uhr, which stands for, this is a watch. Here in the next example, we have the plural form. Why? Where can we understand this? The beginning of the question is sind, which stands for are in English. So, are these, die Tische stands for tables, right? So, are these tables? Then I'll say, sind das Tische? Sind das Tische? Are these tables? If the response is yes, these are tables, then I will say, ja, das sind Tische. I won't put here anything else. It is just, ja, das sind Tische. If the response is no, these aren't tables,
Then I'll say, nein, das sind keine Tische. The negative form of die will be keine, but also in the plural form. So this stays as keine. So nein, das sind keine Tische. No, these aren't tables. Nein, das sind keine Tische. These are chairs. Chairs for Stühle. Die Stühle. These are chairs. Then I'll say, das sind Stühle. Das sind Stühle. These are chairs for das sind Stühle. Now I want you to repeat after me, please. Ist das eine Lampe? Ist das eine Lampe? Ja, das ist eine Lampe. Ja, das ist eine Lampe. Nein, das ist keine Lampe. Nein, das ist keine Lampe. Das ist eine Uhr. Das ist eine Uhr. Sind das Tische? Sind das Tische? Ja, das sind Tische. Ja, das sind Tische. Nein, das sind keine Tische. Nein, das sind keine Tische. Das sind Stühle. Das sind Stühle. In this lesson, we have learned Ein Eine, Kein Keine. I hope you enjoyed it. I want you to subscribe to our channel, leave comments, share this video with those who want to learn the German language, and hit the bell button for further more videos. I hope to see you again. Bis bald!